Hallo zusammen, SDI-Volk, Völkchen, sage ich jetzt mal, Königin ist abgesperrt worden, damit die Brut ausläuft. Wenn die Brut ausgelaufen ist, am 13., 14. wird die Königin freigelassen. Damit eben, das ist eine 100er, damit eben die Wabe zu infizieren bestiftet wird und dass die entsprechend infiziert und ausgezählt werden kann. Die Königin wird dann wieder, nachdem die Wabe bestiftet worden ist, gesperrt in so Rämmchen und dann kommt die zum Einsatz zum Legen erst nächstes Jahr wieder im März, April, je nachdem. Ja, jetzt wird alles, was zu fahren hat, gerade hier herum, obwohl da relativ ja, ruhige Straße ist es nicht, aber gut, Neckartal ist unten. Ja, im Prinzip wird sie nichts mehr legen. Wie erreiche ich, dass das Völkchen überlebt oder die andere ja auch? Ich habe da sechs, eine ist Drohnenbrütig geworden, die andere möchte ich aber auch so im Frühjahr wieder freilassen. Also die werden aus Spendevölkchen, immer verdeckelte Wabe bekommen, die für fünf Tage oberhalb von Absperrgitter in so einem Spendervolk verweilt haben, damit keine offene Brut gibt, dass die nicht nachschaffen. Und dann wird entsprechend immer eine Wabe zugegeben, bis die Kiste voll mit Bienen ist. Bienen, wenn die kein Brut pflegen, die leben lange, die kriegen entsprechend auch noch ein bisschen Futter und dann war es das. Also wenn die auch gesperrt sind, dann sind die problemlos im Frühjahr wieder da. Ja, so viel von mir, nur so zu Info an alle, die vielleicht sowas machen wollen. Gell. Viel Spaß noch.